Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 133. Das letzte Mal in diesem Jahr, aber auch wieder ein Freitag, 16 Uhr. Wie immer bin ich für euch da und zeige euch, was ich so auf dem Herzen habe und was ich gemacht habe und was ich in der letzten Woche gemacht habe oder allgemein gemacht habe. Naja, ihr merkt schon, ich habe da verschiedene Sachen, die ich gerne gemacht habe. Wir sehen es gerade auf dem Rundflug hier hinten, was mich so ein bisschen ärgert. Schaut euch mal den Hintergrund an. Diese Spritzer, die da an der Wand sind, die habe ich erst überhaupt nicht gesehen. Die waren für mich nicht da. Ich stand vor meiner Anlage, habe da immer gewerkelt und gemacht und gebastelt und was auch immer. Und irgendwann gucke ich da hinten zu meinem Bahnhof Dopping. Ich denke, ach du, was ist denn das? Haufenweise Spritzer an der Wand. Und diese Spritzer sind entstanden, als ich damals die Staubschutzwände, die hier hinter dem Kompressor stehen, gestrichen habe. Die habe ich hier unten auf das Modul, das ich erinnere nicht, bebaut, habe ich das draufgepackt, habe so fröhlich frei vor mich hingepinselt und habe auch meines Erachtens gar nicht irgendwie rumgesaut, weil ich sag mal, da hinten das Portal, sage ich schon, diese rote Arkade, der Bahnhof, alles super, alles nichts passiert. Und irgendwann gucke ich da hoch, also es kann nur da passiert sein, und sehe die ganze Spritze an der Wand. Das hat mich natürlich, das geht gar nicht, bin ich ehrlich. Ja, man hätte vielleicht kleine Vögel draus machen können oder sowas, aber das geht gar nicht. Und auf der linken Seite, was das für komische, glasige Spritzer sind, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Die sind jedenfalls eine ganze Weile schon dran. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre mal wieder ein Einsatz für die Airbrush, was ich hiermit auch getan habe. Ich muss dazu sagen, ich habe euch hier wahnsinnig viel erspart, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich vorher angefangen mit dem Pinsel und Farbe, jeden einzelnen Fleck zu bearbeiten und aufzuhellen. Man kann nicht bloß weiß mit der Airbrush drüber machen, das funktioniert nicht. Das guckt immer wieder durch. Und ja, wie gesagt, hier sieht man auch noch die ganzen Pinsel und was weiß ich, was ich alles verwendet habe. Und ja, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, musste ich alles fein säuberlich mit dem Pinselchen vorher machen, bevor ich hier die Airbrush ansetzen konnte. Und ich denke mal, das Ergebnis lässt sich sehen. Ich habe keine Spritze mehr an der Wand und ihr könnt mir glauben, das passiert mir so schnell nicht wieder. Erstmal, weil ich die Staubschutzwände schon fertig habe und zum anderen gebranntes Kind schon in Feuer. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Hier will ich jetzt bloß mal ganz kurz noch auf das Saubermachen der Airbrush eingehen. Ja, das ist so ein bisschen das Leid, wenn man Airbrush benutzt. Man braucht länger zum Reinigen der Pistole als zum eigentlichen Airbrushen. Und das ist, was mich immer so ein kleines bisschen abschreckt, das zu verwenden. Ich habe hier eine stark beschleunigte Version gleich, das ist glaube ich 10-fach beschleunigt, und habe auch nur einen Teil davon aufgenommen, was ich tatsächlich geschrubbt und gewienert habe an dem Ding, weil ich möchte ja, wenn ich das nächste Mal anfange zu airbrushen, dass das auch einsatzbereit ist und ich nicht erst anfangen muss, da irgendwelche alten Farbkleckse wegzumachen. Also wie gesagt, ich habe ungefähr eine Stunde geschrubbt und eine Stunde gesprüht an der Wand und das war das Ergebnis. Aber naja, was soll's. Ja, jetzt komme ich ganz kurz noch zum Jahresabschluss zu einer kleinen Innovation, die ich gemacht habe dieses Mal noch. Und zwar, wenn ich gebaut habe, habe ich immer ein Riesenproblem. Ich habe meine Signale umgerissen. Ich hatte ja mal im letzten Video, wo ich geschrieben habe, das zeige ich sonst nie, der erste Teil davon, wie ich umgerissene Signale wieder bereinigen musste, das heißt, wie ich die austauschen musste sogar, weil ich es kaputt gemacht habe dabei und überhaupt, das hat nur Schaden gebracht, weil die Signale sind, wo ich noch nicht fertig bin, schon verbaut, aber die sind auch noch nicht fest verankert drin, würde aber auch nicht viel bringen, weil ich reiß die, wenn ich was mache, permanent mit was um. Entweder lege ich was auf die Anlage ab oder ich bin mit der Hand irgendwie hektisch unterwegs oder was auch immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich drucke mir was in 3D und habe mir dieses tolle, diesen Würfel da hinten ausgedacht. Nein. Das ist der Grundkörper, wie man sehen kann. Und dachte mir, das zeige ich euch mal. Das geht jetzt relativ schnell, keine Sorge. Wir brauchen ja keine 2 Stunden, das jetzt anzugucken. Und habe mir da was erdacht, wie ich das Ganze schützen kann. Und zwar habe ich mir hier Signalschützer ausgedacht, die auf die Gleise aufgesteckt werden können. Da hatte ich eine ganze Weile überlegt, ich denke, wie machst du das denn nur? Mache ich mir irgendwie ein Loch in die Anlage, wo ich was reinstecken kann, so ähnlich wie ich es bei den Signalbrücken damals gemacht habe oder irgendwas in irgendeiner Form. Und hier sieht man es schon, der rechte Teil, das ist so der Teil, der nachher auf das Gleis ausgeklipst wird.
Das habe ich zuerst einzeln erstellt, um zu probieren, klemmt das überhaupt oder wie auch immer. Und das andere, was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist sozusagen der eigentliche Behälter, wo das Signal nachher drin verschwindet. Und oben ist es hier noch in dem Fall zu. Ich habe mich aber nachher für eine offene Version entschieden. Das heißt oben ohne Abdeckung, sondern als Röhre mehr oder weniger. Das werden wir nachher gleich noch sehen. Und den Druckvorgang, den zeige ich euch jetzt auch nicht, sondern hier sehen wir übrigens das kleine Teststückchen, was ich gemacht habe. Und hier ist jetzt der Prototyp dieses Signalschützers. Die beiden, was sind da so Beinchen an dieser Röhre da links und rechts, die habe ich nachher weggelassen. Die konnte ich hier auch relativ einfach abknipsen. Die haben nämlich gar nichts gebracht. Die haben geschwebt auf der Anlage. Hier hat zwar alles funktioniert, aber auch nicht richtig. Wir sehen, dass das jetzt höher hängt aufgrund der Schwellen, die drunter sind. Aber ich brauche es nicht. Das klemmt so gut. Das ist, wie ich hier richtig schreibe, das ist genau richtig. Man klemmt es drauf, es hält, aber es lässt sich auch relativ leicht wieder lösen, wenn es auf der Anlage drauf ist. Und ich will diese Dinger natürlich verwenden, nicht dauerhaft. Wenn die Anlage fertig ist, brauche ich die wahrscheinlich nicht mehr drüber. Aber wenn ich irgendwo was mache, wenn ich irgendwas baue, wie jetzt hier vorne, wo noch nichts fertig ist, da kann ich meine Signale erstmal mit schützen. Und später, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich irgendwas reparieren muss oder was auch immer, da kann ich die einfach drauf klipsen auf das Gleis. Das hält wirklich sehr gut. Ihr seht schon, ich schnipse wirklich mit den Finger. Das ist jetzt nicht bloß so fürs Video, dass ich so tue, als wenn ich was mache. Nein, das hält gut. Natürlich kriegt man das relativ leicht wieder ab. Das möchte ich ja auch. Ich will ja nicht jedes Mal mein Gleis abreißen, wenn ich das mache. Und das geht sogar in Kurven. Das ist eben der Vorteil, ich habe das eben mir so drucken können, dass es auch in Kurven funktioniert. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Oder es funktioniert sehr gut. Ja, wir sehen, ich klopfe hier dagegen. Hier habe ich auch die kleinen Laschen schon abgemacht. Das bringt ja sowieso nichts. Ich hätte es höhenverstellbar machen können. Aber wofür? Ja, das ist Quatsch. Also wie gesagt, die sind vorrangig dafür da, dass ich das jetzt an diese Signale, die wir da oben sehen, anbringen kann. Ich kann das hier an die Signale mit hinstellen, wenn ich mal was machen muss, das hinten vor der Tunneleinfahrt oder Ausfahrt, habe ich das ja schon mal abgerissen beim Arbeiten. Natürlich, wenn ich mit einer Bohrmaschine da rein muss oder was auch immer, ja, reiße ich trotzdem wahrscheinlich alles ab, wenn ich nicht aufpasse. Aber gegen den unvorsichtig arbeitet, dann kann man die Dinger ganz gut gebrauchen, dass man weniger Schaden macht. Hier habe ich mir jetzt noch einen ganzen Sack von den Dingern gedruckt. Das habe ich natürlich in einem sogenannten Schnelldruck gemacht. Das ist ja, die Qualität ist ja nicht so hoch, das sieht man, das sind auch die Fäden, die sich gezogen haben beim Drucken, ist aber völlig unwichtig. Das ist ja nichts, was auf der Anlage schön stehen soll und was man sich angucken möchte, sondern das sind ja lediglich Arbeitsmaterialien. Es ist aber ordentlich genug, bin ich der Meinung, dass es vernünftig aussieht, wenn es drauf ist, aber es erfüllt genau seinen Zweck. Und ich kann die Dinger jetzt hier überall drauf pappen. Ihr seht jetzt die ganzen Signale, wenn ich so wackel, die sind nicht befestigt. Ist ja auch Absicht. Wenn ich die Signale jetzt schon festgeklebt hätte und wäre dran gekommen, hätte ich die jedes Mal abgerissen, abgebrochen, vielleicht auch zerbrochen oder was auch immer. Und deswegen lasse ich sie immer noch so locker hängen. Aber mit diesem Schutz oben drauf ist das doch 100 Mal besser geschützt, als wenn man sie frei lässt. Es sieht nicht schön aus, muss es ja aber auch nicht. Ja, und das kann ich eben, wie gesagt, auch dann machen, wenn ich mal Reparaturarbeiten ausführe und will das einfach ein bisschen schützen. Das mit dieser Technik kann man auch vielleicht noch später andere Sachen schützen, die man irgendwo in der Gleisnähe hat, wenn man arbeitet, man will irgendwie nicht rankommen, da kann man sich was anderes dran drucken als diesen Behälter, wo das Signal da reinpasst. Das mache ich natürlich auch hier drüben an den Übergang nach rechts zur Brücke hin. Das sind auch alle Signale, das ist ja der statische Teil, das wird ja einer der nächsten Bereiche sein, die jetzt ja bearbeitet werden. Man sieht es hier vorne, habe ich schon diese Hartschaumplatten angebracht. Da hinten im Hintergrund sieht man ein bisschen das, was ich euch in der nächsten Woche zeigen möchte. Und auch hier wird jetzt geschützt und somit kann ich sagen, die kleinen Signale, die Zwergsignale, die wir so immer sehen, die habe ich damit jetzt nicht. Da komme ich nicht ran. Also da muss man wirklich gezielt drauf abgehen und dann ist das, ja, nee, wie gesagt. Und für Testfahrten muss man die natürlich abmachen, das ist auch klar. Aber das ist ja, wie gesagt, kein großes Ding, da mal so, weiß ich nicht, 10, 15 solche Dinger da abzuzipfeln. Und ja, dann passt das schon.
Ja, das war's, was ich euch dieses Jahr noch zeigen wollte. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch der, wie sagt man immer, guter Rutsch. Warum sagt man guter Rutsch? Weil man reinrutscht ins neue Jahr vielleicht. Ich wünsche auf jeden Fall euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr alles, alles Gute, auf das wir uns natürlich immer wiedersehen. Ich freue mich auf eure Videos, ich freue mich auf eure Besuche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Januar wieder. Macht's schön gut, bis dahin. Hier sehen wir übrigens nochmal den Schutz meiner Signalbrücken. Das habe ich natürlich auch noch gemacht, was ich vorhin kurz erzählt hatte. Da kann ich die auch nicht umreißen, habe ich schon sehr oft gebraucht. Okay, den guten Wunsch bin ich losgeworden. Macht's schön gut, bis nächstes Jahr. Im Januar, am ersten Freitag, bin ich wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.